Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report mit dem Thema: Stärkster Ausbruch bei Goldaktien seit 12 Jahren steht bevor. Disclaimer. Die 12-jährige Cup-and-Handle-Formation des Senior Goldminer Index, GDX, steht kurz vor dem Überkochen. Wenn es tatsächlich losgeht, wissen wir nicht. Niemand wird uns das genau das Datum sagen. Weiter schreibt der Charttechniker, dass Gold diese Woche mit einem Plus von 1% abschließt. Jedoch GDX ins Minus rutscht. Er versteht das nicht, so wie die meisten Investoren und Analysten, wie das möglich ist, dass Gold auf einem Allzeithoch gehandelt wird, die Minenbetreiber den Anstieg des Goldes aber nicht unterstützen. Für uns fällt die Antwort auf diese Frage etwas leichter, weil wir anhand unserer Beobachtung der letzten 25 Jahre festgestellt haben, dass Goldaktienrallyes immer auch mit einer Silberrallye zusammenhängen. Silber hat vor 2 Tagen die Marke von $32,70 erreicht und wird wieder unter die Marke von $32 gedrückt. Nach Ansicht einiger Analysten ist jedoch das Durchbrechen der Marke von $32,75 die alles entscheidende. Danach sollte endgültig der Knoten geplatzt sein und die Rallye von Silber- und Goldaktien kann beginnen. Ja, rein, was der Charttechniker hier sagt, gibt es eben jetzt die stärkste Anstieg hier bei Goldaktien, besonders steil, besonders energiereich sozusagen. Im Prinzip das Gegenstück von dem größten Rückgang von 2011 bis letztendlich 2016 mit dem kleinen Fake-Ausbruch, das sehen Sie auf der linken Seite, 2013. Das hatte auch viele Anleger kalt erwischt, weil die dachten, es geht dann dementsprechend weiter hoch. Aber in der Realität, wie ich gestern auch gesagt habe, fallen Goldaktien seit 2004 gegenüber Gold und jetzt erst Prinzip seit der Corona-Krise oder seit 2016 hat es überhaupt eine Bodenbildung gefunden und wir haben, sind eben schon gestiegen, auch wenn das noch nicht so signifikant gemerkt wird. Aber jedenfalls in einem Bärenmarkt sind wir nicht. Das ist ein Bullenmarkt, auch wenn er mit aller Kraft hier gestoppt und aufgehalten wird. Wie gesagt, könnte am Silber liegen. Denn vielleicht ist es jetzt in der letzten Zeit, also 2016, 2020, auch nicht so stark hochgegangen, weil eben Silber auch nicht wirklich performt hat. Wenn Silber performt hat, ändert es die gesamte, die ganze Verhältnis am Gold- und Silberaktienmarkt. Das hängt vermutlich damit zusammen. Ich meine, bevor sich Silber, also kann sich ja fast verdoppeln in kurzer Zeit oder zumindest um 60, 70% steigen. Wenn das zum Beispiel Gold machen würde, würde es jetzt auf 3.500 oder 4.000, Dollar steigen müssen. So, da können Sie sich die Dimension vorstellen. Das würde es schon den Goldaktienmarkt belegen. Also muss es im Prinzip Silber übernehmen. Da wird nicht so drauf geachtet. Aber die Unternehmen haben eben im Allgemeinen auch immer Anteile von Silber, drin, das im Prinzip nicht bewertet wird. Und durch einen höheren Silberpreis wird es dann urplötzlich bewertet und das reißt dann insgesamt den ganzen Sektor mit hoch. So stelle ich mir das vor, dass es zusammenhängt. Also es hängt am Silber. Hoffen wir, dass es jetzt in Richtung, ja, wie gesagt, hier die 32,75 wieder durchbrochen wird, nachhaltig. Dann soll es ja auf 33, 35 gehen. Dann soll es zu den großen Fondkäufen laut Dave Kranzler kommen. Dann ist relativ sicher 42 und vielleicht in einer Übertreibung schaffen wir ein neues Allzeithoch, vielleicht irgendwo $55 und dann müssen wir vermutlich mit einer Korrektur rechnen. Und bis dahin ist noch ein relativ langer Weg und obwohl zeitlich nicht, das kann in 1, 2, 3 Monaten hier alles über die Bühne gegangen sein. Ja, insofern es ist wirklich, war eigentlich nie interessant, an Goldaktien zu investieren, weil die Stimmung ist auch nach wie vor super schlecht. Trotzdem können wir viele Einzelaktien beobachten, die eben auch ihren Weg nach oben nehmen, wie ich Ihnen jetzt vielleicht auch mal zeigen werde. Einfach Top-Produzenten oder angehende Produzenten laufen teilweise auch ganz gut, ne? Das sind natürlich die ersten, die besonders laufen, die Major, die gut aufgestellten Produzenten, dann die Entwicklungsunternehmen, die angehenden Produzenten, die Junior und eben die Explorationsunternehmen kommen eigentlich zum Schluss. Ja, hier ist das Unternehmen.
angehende 4 Millionen Unzen Ressourcen und mehr Goldproduzent aus Britisch-Kolumbien, Kanada und er exportiert es auch hier in Investor. Das Unternehmen erschließt das kombinierte Potenzial des Gold-Silber-Projekt Lajas Ranch im Bergbaugebiet Tondo im Norden von Britisch-Kolumbien, Kanada. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung aus dem Jahr 2022 des Lajas-Projekt allein prognostiziert ein Tagebaugebiet mit einer überdurchschnittlichen Ertrag von 163.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr über einen Zeitraum von 12 Jahren. Durch die Integration des Projektes Ranch, also sie haben zwei Projekte, möchte das Unternehmen die Wirtschaftlichkeit verbessern und das Potenzial des Gesamtprojektes steigern. Das Explorationspotenzial ist groß und Erixport, wie gesagt, ist ein Investor. Das Projekt verfügt über 4 Millionen Unzen. Und eine 4 Millionen Unzen und eine abgeleitete Mineralreserve von 727 1000 Unzen mit einem Gehalt von 1,51 Gramm bzw. 1,82 Gramm Goldäquivalent. Es ist eine Produktion anvisiert von 175.000 Unzen. Es ist anzunehmen, dass, also, oder wenn das Unternehmen es schafft, diesen Projekten noch mehr Ressourcen hinzuzufügen, ist es wirklich äußerst attraktiv und es könnte dementsprechend ein Gewinner dieses Goldaktienmarktes werden. Sie sehen, das Unternehmen hat trotz schlechter Stimmung, ist im auch Ausbruchmodus hier und hat jetzt einen kleinen Rücksetzer, war fast auf 1 Dollar, dürfte relativ schnell das alte Hoch hier 2020, 2021 erreichen und dann natürlich, wenn Gold dementsprechend Richtung 2800, 3000 geht, ziemlich durch die Decke geht. Also es ist ein interessantes Unternehmen, weil es eben auch moderates Risiko ist. Es ist ein exzellentes Rechtsgebiet sage ich mal, sollte man sich zumindest das Basisinvestment einmal ansehen und ja, wie immer an der Stelle auch, ist es auch keine Kaufempfehlung. Ja, was sind nochmal allgemein die Vorteile von Goldaktien? Goldaktien können von dieser extremen Unterbewertung aus um das 10- bis 100-fache mehr steigen als Gold. Nehmen wir mal dieses Beispiel, als die Aktie hier da noch 20 Cent oder so bewertet war, war Gold vielleicht 200 Dollar niedriger, wie auch immer. Wenn jetzt Gold auf 3000 steigt und diese Aktie steigt dann von diesen 20 Cent dann am Ende doch auf 1, oder sagen wir mal auf 2 oder 3, dann ist die Aktie im Prinzip von diesem Niveau um das 10- bis 20-fache gestiegen. Gold ist dann vielleicht insgesamt um 20, 25% gestiegen und diese Aktie eben um 2000%. Und das ist dementsprechend 100-mal mehr. Das darf man nicht unterschätzen. Also es ist ein gewaltiger Hebel in diesen Goldaktien. Das funktioniert natürlich nur zu speziellen Zeiten, wie zum Beispiel 2016 war das so, 2020 im Wesentlichen und hoffentlich auch jetzt steht es eben bevor. Ne? Und dass sie über Performance riesengroß vermögen werden, denke ich mal, in diesem Sektor mit Gold und Silber gemacht. Natürlich mit Gold und Silber erhält man sein Vermögen, sichert es gegen alle Unbill sozusagen ab, aber Vermögen in diesen Situationen. Und das gibt es natürlich nicht mit Voransage, wann diese Eruption kommt. Diejenigen, die das miterlebt haben, Goldaktienboom zum Beispiel von 2016, wissen sie, was passieren kann. Dann geht es wirklich fast senkrecht hoch mit diesen Aktien. Dann verändert sich einfach die Stimmung, die Situation. Großes Kapital fließt in einen winzigen Markt und man hat nur eine Chance, wenn man vorher investiert ist. Ne? Ja, Goldaktien wurden noch nie verboten. In den USA hingegen wurde es verboten. Irgendwo gab es jetzt diese Tage auch eine Meldung. Werde ich versuchen, nochmal zu verlinken. Und da wurde irgendwo gesagt, dass in Israel oder so dran gedacht worden ist, den Goldbesitz einzuschränken und Bargeldbesitz einzuschränken. Und es könnte unter Umständen auch eine Blaupause werden für die anderen Länder sozusagen. Also die Gefahr ist latent eben vorhanden und da sind eben Goldaktien eben möglicherweise eine wirklich gute Alternative, auch weil sie sofort auch einwechselbar sind in Geld. Es war im Prinzip, war das in den USA so, während zwischen 1929 und
Ja, 1932 hatten wir diesen großen Aktiencrash um 90%. Und als Folge davon hat man dann 1934, also dann Gold sozusagen verboten. Aber was lief in diesen ganzen Zeit des Crash bis 1934, 35, waren dann Goldaktien. Die waren die großen Gewinner. Das weiß überhaupt keiner. Alle denken, die Depression war für alle schlecht. Das stimmt nicht für Top-Goldproduzenten. Und ich würde mal behaupten, diese Art, die wir gerade jetzt hier diskutiert haben oder die ich Ihnen gezeigt habe, das sind dann durchaus auch die Profiteure einer Depression. Und viele erwarten ja ab 2025, 2026 eher ein depressives Klima für die Weltwirtschaft. Und das könnte genau dann auch wirklich gut für Goldaktien brauchen. Latent auch höhere Goldpreise, klar, wir gehen in 3000, dann kommt vielleicht eine Korrektur. Aber sehen Sie sich das hier an, als es hier 1929 runterging? Als das Blaue ist der normale Aktienmarkt, sind im Prinzip diese Goldaktien gar nicht davon berührt geworden. Und ich denke mal, dass wir diesmal auch haben. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir so tief wie noch nie sind. Also da ist keine Fallhöhe. Und da kann man eigentlich meiner Meinung nach nur von ableiten, Goldaktien sind das Investment der Stunde, die viel Sinn machen können. Ne? Also es gibt natürlich verschiedene Risikostufen. Das ist eben, sage ich mal, das moderate Risiko. Das ist in den Top-Rechtsgebieten gute Produzenten, angehende Produzenten auch mit einer geringen Verschuldung und teilweise wird der schon jetzt sehr gut verdient. Und dann natürlich kommen die mit dem höheren Risiko. Das sind dann vielleicht nicht so attraktive Rechtsgebiete und ja, auch Verwässerung von Aktienständen. Aber es kann ja trotzdem in einem Goldboom, können ja auch die Projekte, die etwas kritisch sind, werden dann möglicherweise einfach wie stark Unternehmen bewerten und das kann dann eben zu wirklich starken Anstiegen, 10, 20, 30, 50, sogar Verhundertfachung, hat man hier und da schon erlebt. All das kann jetzt ausgelöst werden und zumindest nach historischem Vorbild sollten die Goldaktien nicht so stark steigen oder leiden oder gar nicht. Selbst wenn die Börsen, wie man ja auch vermutet, glaubt Kiyosaki hatte das gesagt, dass sie vielleicht um 20, 30% 2025 zurückgehen. Das muss man sehen. Und Goldaktien könnte sich einfach als das Investment, in der ge optimale Investment in dieser gegenwärtigen Situation erweisen. Ja, dann jetzt das Schwierige, wann bei Goldaktien aufsteigen. Ja, hier in der Weltwirtschaftskrise war es eben 1933, 1934. Da konnte man dann langsam die Goldaktien verkaufen und wieder in den normalen Standardaktienmarkt gehen, der sich dann langsam aus der Depression, allerdings mit Weltkrieg und sonst was rausgearbeitet hat. Aber wie auch immer, wenn irgendwas eben super tief ist wie am Aktienmarkt, dann gibt es eben da auch keine Fallhöhe, so wie es jetzt auch für Top-Gold-Produzenten auch keine Fallhöhe gibt. Das muss man einfach so sehen. Das ist nur eine umgekehrte Situation. Aber wann steigen wir aus? Wir steigen aus, wenn ja, wir konnten, wenn wir gewisse Indikatoren berührt werden. Also hier ist der sogenannte Silber-Junior-Aktienindex. Und wir konnten beobachten, dass wir in den letzten beiden Rallyes, Goldaktienrallye 2016 und 2020, der ungefähr bei 60 stand. Entschuldigung, bei 20 stand. Die Agenda sehen Sie auf der rechten Seite. Heute sind wir 13,27, also 3% gefallen. Nichtsdestoweniger, wir haben irgendwo bei 10 gestartet oder noch tiefer, eben wo wir unten waren, beim Februar-Tief war das sogar circa 8. Und dann im Oktober 23 auch nochmal so 8. Ne? Und dann hatten wir jetzt nochmal der Korrektur, sind wir noch knapp 10 gegangen. Und jetzt schwankt das halt. Aber im Grunde genommen ist es gut. Es geht in den Goldaktienzeit, dass hier und da von den Insidern Käufe getätigt werden. Mir wäre das im Prinzip sehr, sehr unangenehm, wenn es unheimlich schnell gehen würde. Auch wenn ich mir natürlich insgesamt eine höhere Performance gerne hätte. Ja, der zweite Indikator ist einfach Gold- und Silber-Ratio. Da wird einfach Gold und Silber dividiert miteinander. Wenn man das jetzt dividiert, kommen wir auf ungefähr 82, 83. Und wir haben halt erkannt, dass bei den letzten Goldaktien-Rallye diese Gold-Silber-Ratio ungefähr bei 60 waren. Also da würde ich dann eben von ableiten,
Wenn wir jetzt eben von 82 mal in Richtung 60 gehen, sollte man auch genauer hinschauen, ob die Gold- und Silberaktien nicht überteuert sind. Dann gibt es eben noch die Hohe-Gold-Ratio. Die hat übrigens den höchsten Wert 0,63 2004 erreicht, wie ich gesagt habe. Da hatten wir die letzte große Goldrallye von 2000 auf 2004. Das, was wir uns jetzt erhoffen, das ist im Grunde genommen dasselbe, sich wiederholt, dass in den nächsten Monaten, vermutlich sogar Jahren, damals war es Jahren, wird man sehen, diese Ratio wieder in Richtung Median 0,45, vielleicht eben auch 0,63 oder so, wieder hingeht. Ja, wann werden wir teuer? Wenn wir, sage ich mal, 0,2 erreicht haben, weil 0,2 war das auch bei diesen kleinen Rallyes 2016, 2020. Wir hoffen natürlich insgesamt, dass es höher geht. Trotzdem haben wir eine erste Indikation, dass es zumindest im Verhältnis zu diesen alten Bullenmärkten relativ teuer sind. Ja, auf Top-Penny-Gold-Aktien werden Dollar-Aktien. Es gibt einfach, sage ich mal, so typische Indikatoraktien, die im letzten Goldaktienbullenmarkt oder in den letzten Goldaktienbullenmärkten performt haben und sozusagen eine Indikation geben, wenn die jetzt wieder performen würden. Hier auf der linken Seite ist dieser angehende Silberproduzent aus Kalifornien und der ist damals an 5 Cent auf 1 Dollar in wenigen Monaten 2020 gestiegen. Und wenn wir was Ähnliches haben, wissen wir sind auch teuer, wenn wir da über 1 Dollar sind. Das andere ist ein Gold-Explorationsunternehmen aus Ontario, hochgradigen Gold. Und jedes Mal, wenn der Goldaktienmarkt heiß läuft, stieg eben diese Mine auch meist von 5 Cent und fast Richtung 50 Cent, also einfach mal zu verzehnfacht. Und dann, wo dieser Boommarkt dann auch vorbei war, ging es dann auch wieder runter. Also immer ein halbes Jahr extreme Anstiege, 4 Jahre quälende Rückgänge. Und wie Sie sehen, haben wir jetzt 4 Jahre quälende Rückgänge hinter uns. Wir haben erste Ausbruchversuche. Und wir hoffen natürlich, dass wir den nächsten Boom auch daran erkennen, dass eben diese Aktie ungefähr in Richtung 0,5. Das sind einfach Beobachtungen aus der Vergangenheit. Inwieweit die dann tatsächlich tauglich sind, wird man sehen. Aber es ist eben einfach das Ergebnis, was wir die Jahre zusammengetragen haben. Und meiner Meinung nach ist es nicht unrealistisch, dass das ein zuverlässiger Indikator sein könnte. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu ordnen. Moderat, hohes Gamble-Risiko. Wir versuchen Potenzialfaktor zu errechnen aus Grad des Goldes, Länderrisiko, sodass man die Aktien auch vom Potenzial her besser vergleichen kann. Portfoliovorschlag erstellen wir bei Interesse auch nach ihren eigenen Risikoüberlegungen. Mit welchen Broker können Sie arbeiten, zum Beispiel Swissquote in der Schweiz, da können Sie auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitzen Depot eröffnen, flatexDEGIRO ist vielleicht für Österreich und Deutschland ganz interessant, da kann man in jedem Fall relativ günstig, glaubt man, 5,90 am Toronto Stock Exchange Strecke in der Heimatbörse kaufen, was ja meist dann insgesamt liquider und günstiger ist. Gold Avenue und die Sachwerteeinkaufsgemeinschaft, ein Unternehmen für Einlagerung von Gold und Silber, zollfreie Gold- und Silberlagerung in der Schweiz. Ist alles verlinkt und wenn Sie generell Gold kaufen wollen, gehen Sie auf das Vergleichsportal gold.de, da werden Ihnen die günstigsten Händler angezeigt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde insgesamt hier die Verbreitung dieses Kanals auf YouTube helfen. Ja, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.